Herzlich willkommen zum neuen Tag hier bei uns im DLR School Lab TU Dresden. Für alle, die gestern noch nicht mit dabei waren, ich bin Janina Hahn. Ich leite normalerweise hier dieses Schülerlabor und mache mit den Schülern hier vor Ort Experimente. Da ihr ja jetzt zu Hause seid und ich alleine bin, hier bin, mache ich die Experimente und alles selber und zeige euch mal so ein bisschen, was wir hier sonst zu tun haben. Heute soll es um das Thema Leichtbau gehen oder ultraleicht und doch stabil um Verbundwerkstoffe. Vorher bin ich euch aber noch was schuldig von gestern. Gestern ging es ja um Photovoltaik und wir hatten eine kleine Knobelaufgabe gestellt zum Thema, wie Solarzellen optimal positioniert werden müssen. Ihr erinnert euch, unter welchem Winkel muss also die Solarzelle hier in diesem Beispiel angebracht werden auf dem Dach, damit die Sonne direkt senkrecht hier drauf scheint. Und war jetzt ja auch nicht so schwierig. Die Antwort sind genau 20 Grad. Ich hatte ja den kleinen Tipp schon gegeben, dass das mit der Innenwinkelsumme in einem Dreieck zu tun hat. Und ihr seht hier, wir können also den Winkel, den Gamma aufmacht, bis zur Erde verlängern. Damit ergibt sich sozusagen, damit ergibt sich ein rechtwinkliges Dreieck aus der Sonneneinstrahlung. Und da wir Alpha und Beta ja kennen, können wir diese einfach und genau wie den 90-Grad-Winkel abziehen von den 180 und kommen auf einen Wert für Gamma gleich 20 Grad. So, das war dieser kurze Exkurs. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema, zum Thema Leichtbau. Da müssen wir natürlich am Anfang erstmal klären, was ist Leichtbau? Der Name gibt uns schon ein klein wenig Auskunft darüber. Ganz genau können wir Leichtbau so definieren. Leichtbau bedeutet erst einmal Energieeffizienz. Denn was machen wir beim Leichtbau? Beim Leichtbau benutzen wir zum Beispiel leichtere Werkstoffe oder leichtere Konstruktionen. Das bedeutet wiederum, wenn wir uns vorstellen, wir haben das im Flugzeugbau oder im Autobau, können wir sehr schön die Massen von bewegten Körpern reduzieren. Und darauf aufbauen kann man sich natürlich auch gleich wieder vorstellen, wenn ein Flugzeug weniger wiegt, kann ich also mit derselben Menge an Energie eine höhere Nutzlast transportieren. Ist für die Flugzeuge oder für die Flugunternehmen günstig, können also mehr Passagiere einladen oder mehr Fracht aufnehmen, um dieselbe, mit derselben Menge an Energie wird die bewegt und dementsprechend können also Betriebskosten für bestimmte Vorgänge verringert werden. Und direkt damit zusammenhängt natürlich auch Materialeinsparung, bedeutet Energieeinsparung. Wenn das Flugzeug entsprechend nicht mehr so viel Last zu transportieren hat, können also Kraftstoff eingespart werden und dementsprechend auch CO2-Emissionen reduziert werden. Leichtbau bedeutet aber auch Materialeffizienz. Das heißt, die Herstellung von Leichtbauprodukten, da kommen weniger Materialien zum Einsatz, wenn ich also ein geeignetes Material gefunden habe. Durch die Konstruktionsbedingungen könnte auch Material eingespart werden. Das bedeutet, wir können die Kosten reduzieren, wir können teilweise bessere Funktionalitäten mit diesen neuartigen Werkstoffen, Leichtbauwerkstoffen herstellen und das hilft natürlich, die Leistungsfähigkeit und die Produktivität von Maschinen und Anlagen zu erhöhen. Hier ist nochmal das Beispiel Airbus. Da hat das DLR mal ausgerechnet, wenn man bei einem Airbus A320 100 Kilo an Material einspart, bedeutet das, dass 10.000 Liter weniger an Kerosin pro Flugzeug und pro Jahr verbraucht wird. Das bedeutet also zusammengefasst, Leichtbau bedeutet Ressourcen schonen, Energie einsparen und natürlich Energiekosten senken. So, das ist alles sehr, sehr allgemein gefasst. Machen wir es doch mal ganz konkret. Ich habe für euch heute einen kleinen Arbeitsauftrag vorbereitet. Und zwar geht es um die Neukonstruktion einer Autositzschale. Und wie ihr hier erkennen könnt, ist das, oder auch auf dem Bild in der Präsentation sehen könnt, ist das hier das herkömmliche Bauteil. Das ist ein bisschen falsch von mir gehalten. Eigentlich ist es quasi so waagerecht, also im Prinzip so im Auto verbaut. Hier vorne, wo ich gerade drauf klopfe, da hängen normalerweise die Beine drüber und hier hinten, wo mein Körper ist, fängt normalerweise die Rücklehne an. So, und wie man auch schon sehr schön sieht, ich habe ein bisschen Probleme, dieses Teil zu tragen. Es ist relativ schwer, es wiegt 4,5 Kilo. Es ist
man kann es, glaube ich, auch ganz gut hören, aus Stahl gebaut, was auch mitbringt, dass dieses Bauteil also nicht ein einziges Bauteil ist, sondern aus unterschiedlichen einzelnen Bauteilen hergestellt wird, die dann also gefügt worden sind. Wir sehen also hier Schrauben oder Nieten. Wir haben hier also verschiedene Schweißstellen. Das heißt, dieses Werkstück herzustellen, ich stelle es wieder mal zur Seite, bedeutet einen relativ hohen Energieaufwand. Ich muss die Stahlbleche bearbeiten, dann zusammenfügen. Wir haben ein sehr schweres Werkstück. Hier ist es nochmal zusammengefasst. Und die Aufgabe ist nun, und der wollen wir uns heute theoretisch und ein bisschen praktisch auch nähern, wir wollen dieses Bauteil neu gestalten. Und zwar so, dass es deutlich weniger Gewicht hat und dass auch entsprechend weniger Material eingesetzt wird. Und gleichzeitig soll auch der Herstellungsprozess so optimiert werden, dass man vielleicht nur ein Bauteil am Ende hat und ganz auf Fügetechniken zum Beispiel verzichten muss. Und ganz wichtig ist aber natürlich, dass die Funktionalität gleich bleibt, beziehungsweise die Eigenschaften, die die Sitzschale haben muss. Ich muss mich also immer noch draufsetzen können und das über die ganze Zeit, wie ich dieses Auto also nutzen möchte. Das heißt, über mehrere Jahre, am besten Jahrzehnte, soll das Bauteil also auch stabil bleiben. Das ist unsere Aufgabe heute. Und der nähern wir uns, indem wir uns jetzt erstmal ganz allgemein angucken, wie man Leichtbau machen kann. Da gibt es nämlich unterschiedliche Prinzipien, die hier zur Anwendung kommen. Und das erste Prinzip, hier bin ich auch schon mal drauf eingegangen, ganz am Anfang, als wir über Materialeffizienz und Energieeffizienz gesprochen haben. Das erste Leichtbauprinzip ist der Materialleichtbau. Das heißt, ich kann Materialleichtbau anwenden, um sozusagen leichter und effizienter zu konstruieren. Und unter Materialleichtbau versteht man die Verwendung von Baustoffen mit einem günstigen Verhältnis vom Gewicht des Werkstoffs zu den ausnutzbaren mechanischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Festigkeit. Bedeutet, also auf Deutsch gesagt, geringes Gewicht bei zum Beispiel gleichbleibender oder sogar verbesserter Festigkeit oder einer anderen Eigenschaft. Drei Beispiele sind hier mal dargestellt. Wir haben also hier Teile von Triebwerken, von Turbinen zum Beispiel. Ganz klar, wenn ich hier im Flugzeug zum Beispiel Material einspare, dann brauche ich zum Beispiel auch nicht so viel Energie, um die Turbine in Bewegung zu setzen. Zweite Beispiel, hier kommt auch schon der Begriff Carbon vor. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das bedeutet. Daraus werden zum Beispiel Prothesen gebaut. Und wer schon mal Carbon gehört oder die meisten haben das auch schon mal gesehen, der weiß, dass es ein sehr, sehr leichtes, aber sehr stabiles Material ist. Und das Letzte, was ihr hier seht, ist ein Verbundwerkstoff aus Glas und Aluminium. Glare heißt der. Der ist entwickelt worden, zum Beispiel für den Flugzeugbau oder für die Raumfahrt. Ich kann also leichte Materialien benutzen. Was ich auch machen kann, ist Strukturleichtbau. Das heißt, ich kann mir die Konstruktion meines Bauteils angucken und die so optimieren durch die Art, die Anzahl und die Anordnung der entsprechenden Bauteile, dass ich also eine tragende Struktur erhalte bei trotzdem sehr, sehr geringem Gewicht. Und hier sind natürlich die klassischen Beispiele. Wer gerne sich in Freizeitpark aufhält, kennt vielleicht sogar hier die Achterbahn. Da ich nicht so gerne Achterbahn fahre, habe ich jetzt auch glatt schon wieder vergessen, was das für eine ist. Ihr seht aber natürlich, das ist eine Holzachterbahn, die also aus ganz wenig Material ziemlich gigantisch gebaut wurde. Sie sieht also trotz ihrer Größe sehr, sehr filigran aus. Und ist in Holzbauweise errichtet worden. Wir haben andere Möglichkeiten, Brücken zu bauen. Hier auf dem dritten Bild sieht man mal das tragende Gestell für ein Leichtflugzeug. Auch hier kommt Strukturleichtbau zur Anwendung. Und hier ganz rechts habe ich mal ein Bild. Vor 3 Jahren haben wir mal einen Wettbewerb gemacht für Schüler. Da sollten die Schüler eine Brücke aus ungekochten Spaghetti bauen. Und diese Brücke sollte also möglichst leicht und möglichst stabil sein. Und das hier war die Gewinnerbrücke, die kam von einem Brüderpaar hier aus Dresden. Die Brücke hat so knapp 150 Gramm gewogen und hat tatsächlich über 30 Kilo getragen. Genau, also extrem Strukturleichtbau. Wir haben noch ein drittes Leichtbauprinzip, das ist der Systemleichtbau. Und hier habe ich als Beispiel ein Projekt der TU Dresden, möchte ich euch hier mal vorstellen, und zwar das Projekt in Eco.
Das war also der Auftrag, auch und zwar am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, ein Auto zu entwerfen und zu bauen, was weniger als eine Tonne wiegt. Also das erreichte oder das Ziel waren 900 Kilogramm und das wurde zum Beispiel durch Systemleichtbau erreicht. Bedeutet, dass man einem Bauteil neben seiner eigentlichen Funktion, zum Beispiel der Lastabtragung, auch noch andere Funktionen zuweisen kann. Also quasi eine Funktionsintegration stattfindet. Dann kann man zum Beispiel auf tragende Elemente, die können dann zum Beispiel auch eine abschließende Wirkung oder eine dämmende Wirkung zum Beispiel haben, sodass das Bauteil an sich eventuell schwerer wird, aber eigentlich, weil wir nicht mehr so viele Bauteile insgesamt brauchen, sich die Gesamtmasse reduziert. Genau, das ist Systemleichtbau. Über ein Eco findet ihr eine Menge im Internet. Wen das interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Genau, wir schauen uns jetzt mal an, was leichte Werkstoffe eigentlich sind. Wir wollen nämlich jetzt ein bisschen uns mit dem Werkstoffleichtbau beschäftigen. Leichte Werkstoffe, naja, ganz klar, könnte man sagen, na, haben wir hier einen Aluminiumwürfel, einen Holzwürfel und einen Stahlwürfel. Da wiegen wir die doch einfach, dann sehen wir, was der leichte Werkstoff ist. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem, wenn ich also drei Materialien habe, die in Form und Größe quasi übereinstimmen. Hat man nur im Leder meistens in der Natur nicht. Haben wir meistens eher so eine Situation. Wir haben also einen kleinen Aluminiumwürfel, vielleicht einen Holzscheit oder einen Holzstab oder so und vielleicht ein dünnes Stahlblech. Und auch hier stellt sich aber die Frage, was ist denn eigentlich der leichtere Werkstoff? Und wie man von dem Bild zu dem Bild eigentlich sehr, sehr gut erkennen kann, hängt davon, wie leicht ein Werkstoff ist, nicht nur von seiner Masse auch, sondern wir müssen die Masse immer in Bezug zu dem Volumen des Körpers sehen. Und diesen Zusammenhang beschreibt eine physikalische Größe, und zwar die Dichte. Ob Materialien also leicht oder schwer sind, entscheidet nicht die Masse eines Körpers, sondern seine Dichte. Und die Dichte beschreibt das Verhältnis eben aus der Masse dieses Körpers zu seinem Volumen. Ja, das ist jetzt Theorie und wie man das Ganze nun ausnutzt, um tatsächlich Massen von unterschiedlichen Körpern zu bestimmen, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wie ihr seht, habe ich euch hier schon mal eine kleine Materialauswahl vorbereitet, die wir jetzt nutzen möchten, um exemplarisch mal zu zeigen, wie man die Dichte bestimmt. Und zwar haben wir hier einen Holzwürfel, einen Kunststoffwürfel, einen Würfel aus Aluminium, dann hier ganz klein einen Würfel aus Titan und hier wieder in groß einen Stahlwürfel. Und hier sieht man auch schon die Problematik, die ich gerade angesprochen habe. Woher weiß man bei solch einem Volumenunterschied, was wirklich das schwerere Material ist? Dafür dient die Berechnung der Dichte. Wie man das macht, möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Die Dichte ist ja, wie gerade besprochen, das Verhältnis der Masse eines Körpers zu seinem Volumen. Das heißt, um die Dichte zu berechnen, müssen wir zunächst die Masse bestimmen und dann das Volumen. Die Masse eines Körpers kann ich einfach bestimmen, indem ich ihn wiege. Dazu nehme ich mir hier eine einfache Briefwaage und kann nun die Massen der einzelnen Würfel bestimmen. Zuerst der Holzwürfel, der wiegt 6 Gramm. Dann haben wir den Kunststoffwürfel, der wiegt 12 Gramm. Unser großer Aluminiumwürfel, 115 Gramm. Dieser ganz kleine Titanwürfel hier wiegt 4 Gramm und unser großer Stahlwürfel wiegt 336 Gramm. So, das heißt, den ersten Teil der Aufgabe, den habe ich bereits erledigt. Als nächstes muss ich noch das Volumen meiner Würfel bestimmen. Und das ist natürlich relativ einfach. Ihr wisst, das Volumen eines Quaders bestimmt sich aus der Multiplikation aller drei Kantenlängen, a mal b mal c. Beim Würfel sind diese Kantenlängen natürlich alle gleich. Das heißt, es genügt die Bestimmung einer Kantenlänge und dann kann ich damit das Volumen berechnen. Unser mittlerer Würfel, also unser Holz- und unser Kunststoffwürfel, hat eine Kantenlänge von 2 cm. Ihr seht, ich benutze hier einen sogenannten Messschieber. Man kann aber natürlich auch ein einfaches Lineal benutzen. Ein Messschieber ist allerdings sehr genauer. 2 cm Kantenlänge. Das ist mein mittlerer Würfel, den schreibe ich mal hier hin, den Wert.
Mein Aluminiumwürfel, also der große Würfel, hat eine Kantenlänge von 3,5 cm. Und der kleine Titanwürfel, den messen wir auch noch, hat eine Kantenlänge von ganz genau 1 cm. So, das heißt, ich habe jetzt alle Maßen bestimmt, ich habe die Kantenlängen bestimmt. Und ich möchte euch jetzt am Beispiel von Aluminium zeigen, wie man aus diesen Werten nun tatsächlich die Dichte bestimmt. Dazu gehe ich mal hier an die Tafel und schreibe hier erstmal nochmal die Formel auf, die wir für die Berechnung der Dichte brauchen. Die Masse geteilt durch das Volumen. Die Masse unseres Aluminiumwürfels waren 115 Gramm. Die Kantenlänge unseres Aluminiumwürfels waren 3,5 cm. Daraus kann ich nun das Volumen berechnen. Und zwar einfach mit a hoch 3. Und da kommen dann 42,875 Kubikzentimeter raus. Diese beiden Werte kann ich jetzt in diese Gleichung einsetzen. Das heißt, die Dichte von Aluminium ist gleich 115 Gramm geteilt durch die 42,875 Kubikzentimeter. Und das rechne ich jetzt einmal schnell aus. 115 durch 42,875. Und da entsteht ein Wert von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Haben wir nun also berechnet, die Dichte von Aluminium sind 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Und ihr könnt nun selber mit den anderen Werten, die wir bestimmt haben, auch für euch mal die anderen Dichten der anderen Materialien bestimmen. So, das haben wir also für zumindest Aluminium beispielhaft gezeigt, wie man die Dichte berechnet. Jetzt ist natürlich die Frage, und die kam hier also auch per Social Media rein, ist denn Titan jetzt ein Leichtbauwerkstoff oder wie kann man von der Dichte entscheiden, was ein Leichtbauwerkstoff ist oder nicht? Dazu habe ich hier nochmal ein paar Dichten, die wir auch gerade selber untersucht haben, rausgesucht. Und wir sehen also hier, wir haben ganz leichte Materialien. Wer im Modellbau arbeitet, Balsaholz zum Beispiel, hat eine Dichte von 0,1 bis 0,2. Holz ganz normal 0,4 bis 0,8. Die Kunststoffe, Polypropylen, Polystyrol, immer so um die 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Plexiglas ist ja auch ein Kunststoff. Beton sehen wir schon, ne? Das ist eine Mischung. Da kommt es immer ein bisschen auf das Verhältnis an, 1,8 bis 2,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Und dann haben wir hier unsere Metalle, Aluminium 2,7, Titan 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter, unlegierter Stahl, müssen wir noch mal ganz kurz überlegen, was Stahl ist. Stahl ist eine Legierung aus Eisen oder eine Mischung aus Eisen und Kohlenstoff. Unlegierter Stahl, legierter Stahl, da sind dann noch andere Bestandteile mit drin. Und da haben wir Dichten von 7,8 oder 7,9. Titan ist auch eine gute Frage, denn Titan markiert im Prinzip die Grenze der Dichte für Leichtbauwerkstoffe. Das heißt, alles, was unterhalb der Dichte von Titan liegt, also unter 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter, wird im Prinzip als Leichtbauwerkstoff bezeichnet. Alles, was da drüber ist, ist kein Leichtbauwerkstoff mehr. Das heißt also, wenn wir uns nochmal unsere Ausgangsfrage überlegen, unsere Sitzschale war aus Stahl gebaut, offensichtlich kein Leichtbauwerkstoff. Ein guter Leichtbauwerkstoff ist Titan, weiß vielleicht der eine oder andere auch, Titan sehr, sehr, sehr teuer. Aber vielleicht können wir ja unsere Sitzschale aus Aluminium bauen. Das wäre jetzt also sozusagen erstmal unser nächster Ansatz. Wenn wir uns jetzt für ein Material entscheiden, müssen wir natürlich aber, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu schnell gewesen im Kopf. Folgendes, wir nehmen also an, wir machen mit Aluminium weiter. Ich würde gerne hier an dieser Stelle noch einen kleinen Exkurs machen. Da haben wir auch schon eine Kleinigkeit für vorbereitet. Die Frage ist nämlich, wie kann man die Dichte bestimmen, wenn man das Volumen nicht direkt messen kann. Also bei einem Würfel, A mal B mal C, A hoch 3, bei einem Quader alles überhaupt gar kein Problem. Bei einem Gegenstand wie einem Klumpen aus irgendeinem Material oder so, kann man nicht sofort das Volumen ersehen. Dasselbe Problem sieht man hier
Tritt auch bei Asterix auf. Ich habe einen sehr schönen, ich habe hier dieses Panel aus Asterix und der Avernaschild übernommen. Hier sieht man nämlich, welche Methodik man ausnutzen kann, um das Volumen indirekt zu bestimmen, und zwar über die Verdrängung von Wasser. Asterix springt hier in den Pool und was passiert? Alle sind sauer, weil das ganze Wasser aus dem Pool verschwunden ist. Und das hat natürlich auch mit Dichte und Verdrängung zu tun. Wir sehen nämlich hier, dass das Volumen, was verdrängt wird, natürlich dem Volumen entspricht, was Obelix einnimmt. Und dementsprechend können wir sagen, Wasser hat eine Dichte von 1 Gramm pro Milliliter. Milliliter entsprechen in dem Fall Kubikzentimeter. Und das bedeutet, dass das verdrängte Wasser in Millilitern Obelix Volumen in Kubikzentimetern entspricht. Obwohl man wahrscheinlich bei Obelix eher von Litern und Kubikmetern ausgehen sollte. Asterix bringt das hier im Comic zu der Feststellung, dass sich dort auch ein Grieche namens Archimedes schon mal mit beschäftigt hat. Woraufhin Obelix natürlich wieder seinen üblichen Spruch macht. Wie war nochmal die Archimedes-Geschichte? Dazu habe ich hier diesen Auszug aus der Geschichte gefunden. Es ging nämlich damals darum, König Hiero hatte seinen Goldschmied beauftragt, aus einer bestimmten Menge Gold eine neue Krone anzufertigen. Nach einiger Zeit war das Schmuckstück endlich fertig. Der Goldschmied lieferte die Krone mit dem richtigen Gewicht ab. Es ging jedoch das Gerücht um, dass der Goldschmied den König überlistet hätte. Obgleich König Hiero angesichts der Schönheit seiner neuen Krone überwältigt war, ließ es ihm keine Ruhe. So bat König Hiero Archimedes um Aufklärung, ob der Goldschmied das vom König bereitgestellte Gold durch weniger wertvolles Material ersetzt hatte. Die Frage war also, hat der Goldschmied ein bisschen Gold für sich selber abgezwackt und hat anstelle dessen Silber in die Krone eingefügt. Dafür gibt es ein sehr schönes Experiment, was man auch zu Hause nachmachen kann. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So, dann schauen wir uns mal an, wie Archimedes das besagte Problem angegangen ist. Was wissen wir, was wusste Archimedes über Gold und über Silber? Genau wie wir die Dichten heutzutage von Gold und Silber kennen, wusste Archimedes auch, dass 1 Kilo Silber mehr ist oder eine größere Menge an Material als 1 Kilo Gold. Hier habe ich euch nochmal die Dichten der beiden Stoffe aufgetragen. Gold hat ungefähr 19 Gramm pro Kubikzentimeter als Dichte und Silber 10,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, die Dichte von Gold ist fast doppelt so hoch wie die von Silber. Und das bedeutet auch, dass in den gleichen Raum deutlich mehr Gold passt als Silber. So, das wissen wir. Was bedeutet das für das Problem mit der verunreinigten Krone, also mit dem Silber in der Krone? Das bedeutet, wenn ein Teil des Goldes in der Krone des Königs durch Silber ersetzt wurde, die Krone aber dieselbe Masse hat wie der eingesetzte Goldbarren, dann ist ganz klar, muss die Krone ein größeres Volumen einnehmen als der Goldbarren. Das hat auch Archimedes erkannt und dann hat er sich natürlich die Frage gestellt, wie kann ich das Volumen der Krone bestimmen, ohne sie zu beschädigen, denn das hatte der König ja eindeutig verboten. Und dann kam es zu der berühmten Situation, wo Archimedes also in seiner Badewanne drüber nachgedacht hat, wie er das Problem lösen kann und ihm dabei aufgefallen ist, dass er selbst in der Badewanne, wenn er einsteigt, Wasser verdrängt. Und zwar entspricht dieses Wasser, wie wir ja auch schon beim Obelix-Comic vorhin gesehen haben, genau dem Rauminhalt, den Archimedes selber eingenommen hat, als er in die Badewanne gestiegen hat. Und mit dem Ausruf Heureka und ganz vergessen, dass er ja nackig war, ist er quasi durch die Gegend gelaufen und wollte jedem seine Erkenntnis verkünden. Wir wissen die Erkenntnis heutzutage. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir diese Erkenntnis mit einem kleinen Experiment selber umsetzen können. Ihr seht hier bei mir auf dem Tisch eine Waage. Dann habe ich ein bisschen Knete. Da werden wir, das ist sozusagen, soll unseren Goldklumpen oder unseren Goldbarren symbolisieren. Ich habe hier einen Spatel, ein Glas mit ein bisschen Wasser. Dann habe ich hier ein paar Styroporkugeln. Das ist quasi bald unser Silber, das wir untermischen. Und einen Stift, um Sachen auf dem Glas zu markieren.
So, was wir also jetzt als erstes machen, ist auch das, was Archimedes als erstes gemacht hat. Wir nehmen einfach diesen Goldklumpen, ja, sieht ja aus wie ein schöner Klumpen, und schauen mal, was er für einen Rauminhalt einnimmt. Das heißt, wir nehmen den Goldklumpen und packen ihn hier in unser Wasserglas. Und wie man jetzt nicht gesehen hat, ich zeige es jetzt nochmal von der Seite, das Wasser steigt an, denn die Knete oder beziehungsweise unser Goldklumpen verdrängt die entsprechende Menge Wasser. Was wir jetzt machen ist, wir markieren uns den Wasserstand am Glas. Das darf ich natürlich mich nicht hier so unterbeugen. So, das sieht man, denke ich, ganz gut. Alles klar. Jetzt haben wir sozusagen den Rauminhalt bestimmt, habe ich schon gesagt, den reines Gold einnehmen würde. Wenn wir das jetzt aus dem Wasserglas wieder rausnehmen, sehen wir auch, der Wasserspiegel sinkt wieder ab. So, jetzt müssen wir ja gucken, wie sich das mit der Krone verhält. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren reinen Goldklumpen und machen daraus mal ganz schnell eine kleine Krone. So, künstlerisch. Nicht ganz so begabt, aber okay. Wir probieren das jetzt mal einfach so. Und dann habe ich mir hier ein bisschen Hilfe geholt. Das heißt, wir machen jetzt hier noch drei kleine Zacken rein. So. Und das Material, was wir jetzt hier rausnehmen, das müssen wir ja natürlich weiter benutzen. Das ist ja unser Gold. Das benutzen wir jetzt einfach hier, um vielleicht, nicht um vielleicht, um hier noch eine schöne Deko, um die Krone zu machen. Naja, nicht schön, aber selten. Aber ihr seht, wir haben jetzt also aus dem Goldklumpen eine Krone geformt. Und jetzt schauen wir doch mal, welchen Rauminhalt diese Krone einnimmt. Das heißt, wir machen jetzt dasselbe Experiment. Wir tauchen die Krone wieder ins Wasser. Und wenn die Theorie stimmen müsste, dass Dinge mit gleicher Masse... Naja, wir gucken erstmal, was passiert. Das Wasser steigt wieder bis zu unserer markierten Stelle. Das bedeutet also, ich habe weder die Masse noch den Rauminhalt des Materials verändert, nur weil ich aus dem Goldklumpen jetzt eine Krone hergestellt habe. So, damit ist also klar, was passiert, wenn die Krone aus reinem Gold war. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die Krone eben nicht aus reinem Gold ist, sondern wir einen Stoff dazu mischen, wie Silber, der eine geringere Dichte hat. Und anstelle von Silber habe ich hier ein paar Styroporkugeln vorbereitet. Die werde ich jetzt in den Stoff mischen und eine neue Krone herstellen. Was wir jetzt hier sehen ist, dass ich, nachdem ich die Knete gewogen habe, es waren 80 Gramm, habe ich ein Stückchen der Knete weggenommen vom Material und das versucht, durch Styropor zu ersetzen. Hier sieht man schon, diese kleinen Styroporkügelchen sind ganz schön statisch aufgeladen, deswegen war das relativ kompliziert. Aber ich habe es hingekriegt. Und bitte, Zunk rein. Mach's rein. So, was wir jetzt sehr schön gesehen haben, ist, dass tatsächlich die Kugel mit unserem Styropor, also unsere Goldkrone mit den Silberverunreinigungen drin, mehr Volumen eingenommen hat als die reine Krone. Jetzt müssen wir nochmal überprüfen, dass sie auch tatsächlich dasselbe Gewicht hat, denn nur unter diesen Voraussetzungen gilt ja die Annahme. Und da schauen wir uns hier das nochmal an. Die Krone hatte vorher 80 Gramm. Und jetzt, wie man hier sehr schön sehen kann, sind wir auch wieder bei 80 Gramm. Das heißt, das Gewicht hat sich nicht geändert. So, soweit zu unserem kleinen Ausflug in die Geschichte und zur Dichtebestimmung. Jetzt machen wir weiter mit unserem Arbeitsauftrag. Also wir haben jetzt ja, wie gesagt, anhand der Dichtebestimmung schon mal festgestellt, dass wir Stahl vielleicht gegen Aluminium austauschen könnten, um so ein leichteres Werkstück zu produzieren. Jetzt ist aber die Frage, die sich dann immer stellt beim Thema Leichtbau, hat denn jetzt mein Werkstoff, den ich ausgesucht habe, auch die richtigen Eigenschaften, beziehungsweise die Eigenschaften, die zumindest der herkömmliche Werkstoff hatte, sodass sich unser neues Werkstück zumindest in den Eigenschaften auch nicht zum Schlechteren verändert.
Die Eigenschaften eines Stoffes zu bestimmen, können wir uns noch mal erinnern an Physik. Das kommt relativ früh im Physikunterricht in der Schule dran. Und zwar geht es da um die Federdehnung und um Versuche, um zu bestimmen, was für eine Federkonstante eine bestimmte Feder halt hat. Diese kleine Analogie, die müssen wir jetzt machen, damit wir die weiteren Ausführungen dann verstehen. Und daran kann sich garantiert noch jeder erinnern, das ist ja auch nicht so schwer. Das Experiment, wir haben also eine Feder, dort hängen wir ein Gewicht unten dran. Die Feder dehnt sich entsprechend. Wir können eine Längenänderung der Feder feststellen und die entsprechende Kraft, die zur Längenänderung notwendig ist. Das Ganze können wir dann natürlich in ein Diagramm auftragen, ein sogenanntes Kraft-Längen-Diagramm, also die Längenänderung in Abhängigkeit von der Kraft. Und für unterschiedliche Federn, also unterschiedliche Windungen, unterschiedliches Material, unterschiedliche Dicke, sehen diese Abhängigkeiten anders aus. Es sind aber immer lineare Abhängigkeiten. Aus diesem Diagramm kann ich dann entsprechend, oder besser gesagt, die Abhängigkeiten sind über das Hooke'sche Gesetz geregelt. Also die Federkonstante der benutzten Feder ist abhängig von dem Verhältnis aus Kraft zur Längenänderung der Feder. Genau, die Federkonstante ist in Newton pro Zentimeter angegeben. Zu Newton noch mal ganz kurz, für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, was ist zur Kraft zu sagen? Ne? Die Kraft ist natürlich die Masse mal die Beschleunigung. Wenn ich jetzt etwas wie hier beim Federdehnungsversuch ein Gewicht anhänge, wird zur Erde hin beschleunigt. Das heißt, die Beschleunigung entspricht der Erdanziehung. Also A, die Beschleunigung ist G, 9,81 Meter pro Quadratsekunde, das ist die Erdanziehung. Und damit ergibt sich auch die Einheit der Kraft, ein Newton, sind entsprechend 1 Kilogramm am Meter pro Quadratsekunde. Und wenn wir die Annahme also mit der Erdbeschleunigung machen und diese 9,81 Meter pro Quadratsekunde ungefähr auf 10 runden, können wir also auch sagen, dass 10 Newton ungefähr einem Kilogramm entsprechen. Also wenn ich ein Kilo an die Feder unten ranhänge, übe ich 10 Newton Kraft auf diese Feder aus. Das können wir uns auch merken. So, und jetzt gucken wir uns natürlich an, wie das für unser Aluminium und für unseren Stahl aussieht. Um Eigenschaften, und zwar um welche Eigenschaften geht es? Es geht um die Festigkeit, es geht um die Steifigkeit und um die Elastizität eines Werkstoffs. Was das ganz genau ist, das erzähle ich euch gleich. Um diese Eigenschaften zu bestimmen, macht man im Prinzip auch so eine Art Federdehnungsexperiment. Das heißt in unserem Fall aber hier nur Zugprüfung. Und mit dieser Zugprüfung nimmt man ein Spannungsdehnungsdiagramm auf. Das sieht ein bisschen anders aus oder naja, es ähnelt ein ganz klein bisschen dem Kraft-Längen-Diagramm. Hier ist allerdings die Spannung auf der Y-Achse aufgetragen. Und die Spannung ist einfach die Kraft, die wir benutzen, bezogen auf eine bestimmte Fläche. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir eine Zugprüfung machen, und wir haben hier die entsprechenden Prüfkörper, die also hier zum Einsatz kommen. Und diese Prüfkörper, hier ist ein Stahlprüfkörper, hier einer aus Aluminium. Und ihr seht schon, die sehen gleich aus. Die oberen und unteren Abschnitte sind aber nicht entscheidend. Entscheidend ist hier in der Mitte. Und zwar haben die alle denselben Querschnitt, wie man hier ja sieht. Und das ist ganz wichtig, um die Spannung zu berechnen, denn die Spannung ist die Kraft, die aufgewandt wird, bezogen auf einen bestimmten Querschnitt. Auf der X-Achse hier ist einfach die Dehnung aufgetragen. Das ist eine dimensionslose Angabe der Längenänderung des Körpers, entspricht also auch dem, was wir im Kraft-Längen-Diagramm gesehen haben. So, jetzt wissen wir also, was so ein Spannungsdehnungsdiagramm ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das aufnimmt und wie solche Diagramme für Aluminium und für Stahl aussehen. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie so eine Zugprüfung ganz praktisch abläuft. Und zwar für diese beiden Materialien. Ich habe hier einmal einen Prüfstab aus Stahl und einen Prüfstab aus Aluminium. Die werden wir jetzt messen
Und zwar in dieser Zugmaschine. Ihr seht, hier habe ich schon mal den Stahlprüfstab eingespannt. Diese Maschine wird jetzt so lange auf dem Prüfstab Kraft ausüben, bis der Prüfstab kaputt geht. Gleichzeitig wird ein Spannungsdehnungsdiagramm aufgenommen, aus dem man dann am Ende der Messung die Zugfestigkeiten von Stahl und von Aluminium ablesen kann. Das heißt, mit dieser Methode können wir jetzt feststellen, welches Material fester ist. So, dann lasst uns starten. Safety first, Schutzbrille auf. Ne, wenn der Werkstoff kaputt geht, könnte eventuell was absplittern und so bin ich geschützt. Eingespannt ist jetzt hier unser Prüfstab schon. Das heißt, ich starte jetzt die Messung. Und ihr könnt euch anschauen, wie das Diagramm sich entwickelt. Wir sehen also, die Kraft ist schon bei 7000 Newton jetzt, die Dehnung ist noch relativ klein. Und jetzt sind wir schon bei 10.000 Newton. Und wenn wir jetzt anfangen, auf den Prüfstab zu schauen, können wir jetzt gleich eine beginnende Einschnürung erkennen, was ein Anzeichen dafür ist, dass der Werkstoff gleich reißen wird. Hier sieht man es sehr schön. So. Hier kann man jetzt sehr schön das fertige Spannungsdehnungsdiagramm schon für den Stahl sehen. Als nächstes werden wir die Messung mit Aluminium machen und dann können wir beide Graphen vergleichen. So. Jetzt habe ich den Aluminiumprüfstab hier eingeklemmt und jetzt können wir dieselbe Prüfung mit Aluminium durchführen. Ja, wir sind jetzt bei ungefähr 3000 Newton und das Material beginnt schon sich einzuschnüren. Und die Messung ist zu Ende. Im Gegensatz zum Stahl haben wir hier keinen Knall gehört, das Material ist aber trotzdem zerrissen. Und auf dem Diagramm seht ihr jetzt beide Kurven, die für Stahl und für Aluminium übereinander gelegt. Das war eine Zugprüfung, wie sie so oder ähnlich also auch in Ingenieurbüros und Instituten und so durchgeführt wird. Ich ziehe mich im Übrigen nicht ständig um zwischen den Einspielfilmen und nicht, sondern das haben wir natürlich gestern aufgezeichnet. Jetzt schauen wir uns an, was wir aus diesen Spannungsdehnungsdiagrammen ablesen können. Erstmal nochmal ganz allgemein, so sah die Kurve ja aus, zumindest für Stahl, die wir gerade gesehen haben. Ich zeige die auch gleich nochmal aus unserem Beispiel. Das ist eine allgemeine Kurve, die ich jetzt hier mal zur Veranschaulichung ein paar Eigenschaften, die wir jetzt aus diesem Diagramm ablesen können, entworfen habe. Und zwar, dieser erste Abschnitt hier vorne, der erinnert doch sehr, sehr, sehr stark an das Kraft-Längen-Diagramm unserer Feder und entspricht im Prinzip auch dem. Deswegen nennt man diesen linearen Teil hier in der, im Spannungsdehnungsdiagramm die Hooksche Gerade, weil sie ein Hooksches Verhältnis darstellt. Und zwar aus dieser Hookschen Gerade kann man den sogenannten E-Modul ableiten. Der E-Modul, nicht das.
Der E-Modul beschreibt den Zusammenhang zwischen der Spannung und der Dehnung der Feder des Materials, und zwar hier in diesem linear-elastischen Bereich. Das heißt, wir bilden auch hier das Verhältnis zwischen Spannung und Dehnung, und damit entspricht sozusagen der E-Modul der Federkonstante im Hookeschen Gesetz, ne? Da haben wir ja auch das Verhältnis von Kraft zu Längenausdehnung. Was können wir noch sehen? Die Steifigkeit können wir aus dem E-Modul bestimmen. Die Steifigkeit wird bestimmen, welchen Widerstand ein Körper gegen eine Verformung durch äußere Einwirkungen leisten kann. Und diese Steifigkeit ist unter anderem eben abhängig von, vom E-Modul. Weiterhin können wir erkennen, dass wir also in dem Bereich der Hookgerade findet eine elastische Verformung statt. Danach fängt so eine Zickel-Zickel-Zickel-Zackel-Strecke an und dann beginnt der Bereich der plastischen Verformung. Wenn wir noch mal ganz kurz schauen, was ist elastische und plastische Verformung? Ich habe hier einen Gummi und man sieht natürlich bei einer elastischen Verformung, ganz klassisches Beispiel des Gummi, ne, ich setze eine Kraft an, verforme hier das Gummi und wenn ich loslasse, zieht sich sozusagen das Gummi wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Das ist elastische Verformung. Plastische Verformung, da ist dann halt irgendwann das Material so beeinträchtigt, dass wenn ich die Kraft nicht mehr ausübe, die Verformung bestehen bleibt. Das ist plastische Verformung. Zu unserem Diagramm wieder, der Übergang zwischen elastischer und plastischer Verformung wird als Streckgrenze bezeichnet. Und diese Streckgrenze gibt natürlich dann an, bis zu welcher Spannung ich diesen Werkstoff belasten kann, ohne dass er irgendwie kaputt geht. Ne? Also bis dahin kann ich ihn immer noch, geht er immer wieder elastisch in seinen Ausgangszustand zurück. Bin ich über der Streckgrenze, verformt sich mein Bauteil bei weiterer Krafteinwirkung plastisch und ich kann es im Prinzip dann nicht mehr benutzen. Dann haben wir hier, auch das haben wir sehr schön im Video gesehen, die Einschnürung. Und danach kommt es relativ schnell zum Bruch. Der Punkt der Einschnürung gibt an, ist die sogenannte Zugfestigkeit eines Materials und die gibt an, welche Spannung man also aufwenden muss, um das Material kaputt zu machen. Also wir können hier was über die Festigkeit lernen, wir können was über die Elastizität lernen und wir können was über die Steifigkeit aus diesem Diagramm erfahren. Schauen wir uns jetzt nochmal die beiden Diagramme an, die wir eben aufgenommen haben, oder besser gesagt, die wir gestern aufgenommen haben. Hier in Rot dargestellt ist unser Stahl und in Grün dargestellt ist das Aluminium. Und hier kann man also zwei wichtige Dinge eigentlich sehr schön sehen. Erstmal im Rot sehen wir also eine sehr starke Streckgrenze. Und das bedeutet, dass Stahl sehr gut elastisch verformbar ist. Und zwar genau eben, wie gesagt, bis zu dieser Streckgrenze. Das heißt, manche Leute wissen das gar nicht oder können sich das gar nicht vorstellen. Stahl kann sehr gut bis zu seiner Streckgrenze halt Kräfte aufnehmen, sich elastisch verformen und dann auch wieder in seinen Ausgangszustand zurückgehen. Das heißt, es kann sehr gut Kräfte aufnehmen und die weiterleiten. Sehr schöner Werkstoff. Generell sieht man auch aus dieser Abbildung, dass Aluminium hier in der grünen Kurve deutlich weniger fest ist als Stahl. Zwar leichter, aber deutlich geringere Festigkeit. Hier haben wir auch nochmal die Zahlen dazu, ganz in der letzten Spalte RM, das ist die Zugfestigkeit. Und wir haben also hier 433 Megapascal beim Stahl, also so ungefähr viermal so viel wie beim Aluminium, wo wir hier 122 Megapascal haben. Ich hätte hier auch eine Frage dazu. Ja? Ja? Und zwar wird gefragt, bedeutet das zusammengefasst, dass je weiter der Stoff ist, umso schneller reißt er? Je weiter oder weicher? Weiter. Je weiter. Ja, ja, genau. Also das hängt immer absolut vom Stoff ab. Wir ziehen und wir ziehen und wir ziehen im Prinzip am Werkstück. Hier haben wir ja nochmal sozusagen unseren Prüfstab. Und je weiter wir ihn ziehen, ganz abhängig davon vom Material, dann reißt er. Es gibt auch ganz, ganz spröde Werkstoffe, die sind eben nicht so elastisch, zum Beispiel wie Stahl. Da setze ich eine hohe Kraft an und die reißen im Prinzip sofort, weil sie gar keinen elastischen Verformungsbereich haben. Also das ist eine absolute, das sind absolute Materialeigenschaften, Materialkonstanten, die für jeden Werkstoff sozusagen unterschiedlich ist. Aber generell ist das Prinzip natürlich, ich belaste diesen Prüfstab, ziehe den in die Länge und irgendwann reißt. Genau. Sehr schön. Genau. Das heißt, jetzt haben wir also festgestellt für unseren Arbeitsauftrag, wir könnten Aluminium nehmen, es ist leichter, aber leider hat Aluminium nicht die gewünschte Festigkeit, die wir brauchen, um die Sitzschale zu bauen.
Das bedeutet also, wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, was für einen Werkstoff nehmen wir. Wir müssen nämlich jetzt ein Material finden, das die Festigkeit von Stahl erreicht, aber eine deutlich geringere Dichte aufweist, damit wir eben das Gewicht reduzieren. Und damit sind wir jetzt beim Thema Faserverbundwerkstoffe oder generell Verbundwerkstoffe. Da können wir erstmal gucken, eine sehr schöne Beschreibung bei Wikipedia gefunden. Ein Verbundwerkstoff oder auch ein Kompositwerkstoff, sagt man, ist ein Werkstoff aus zwei oder mehr verbundenen Materialien, der andere Werkstoffeigenschaften besitzt als seine einzelnen Komponenten. Das ist der Trick beim Faserverbund. Man nimmt verschiedene Materialien, verbindet die miteinander und die neuen sich ergebenden Eigenschaften sind andere und zum größten Teil bessere als die Eigenschaften der einzelnen Komponenten. So, was ist ein Faserverbundwerkstoff? Ich zeige euch das Ganze hier mal theoretisch und dann schauen wir uns das Ganze auch noch mal praktisch an. Wir haben also Fasern, die verbunden werden müssen. Fasern, ja, Fasern, und da kommen euch natürlich sofort Begriffe wie, und da muss ich mir jetzt gerade mal die Handschuhe anziehen, Glasfasern oder Kohlefasern in den Sinn oder Carbonfasern hört man auch. Ich habe hier mal für euch ein paar solcher Fasern mitgebracht. Wir sehen also hier, das sind Glasfasern, die hier auch schon miteinander verbunden sind in unterschiedlicher Art und Weise. Hier haben wir mal ein Gelege, ein Gewebe, eine Matte, ein Gelege. Da kommen auch schon lauter Spezialbegriffe aus der Textiltechnik mit rein. Die müssen uns jetzt gar nicht so interessieren. Aber wir sehen hier Glasfasern, also ganz dünnes Glas, was im Rohzustand halt nicht so schön anzufassen geht. Deswegen sollte man da immer Handschuhe anziehen, wenn man damit arbeitet, sonst reißt man sich so kleine Splitter ein. Das können wir zum Beispiel als Fasern in einem Verbund benutzen. Was auch geht, und jetzt kommen wir halt zum Werkstoff auch Carbon, sind Kohlenstofffasern. Und die sehen wir mal hier. Das ist ein bisschen grober gewebt hier. So sieht so ein Glasfaserverbund aus. Genau. Und jetzt sehen wir ja aber schon diese Fasern, die sind hier so ein bisschen lapprig, ne, hier auch. Also so fest sind die natürlich nicht. Das kommt durch den Verbund. Ich bette nämlich jetzt diese Fasern, in eine sogenannte Matrix ein. Diese Matrix ist in den meisten Fällen oder in den Bereichen, wo wir uns jetzt, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, eine Kunststoffmatrix. Das heißt, ich habe also unterschiedliche Kunststoffe. Hier steht zum Beispiel Thermoplaste. Ne, das sind Kunststoffe, die lassen sich thermisch aufschmelzen, dann werden die weich. Dann kann ich sozusagen mein Gewebe da reintun und dann wird es auch wieder hart. Harze, die sind dann meistens in flüssiger Form, liegen die vor. Die kann ich dann also über diese Fasern sozusagen drüber gießen, die Fasern so mit einbetten und dann härtet dieses Polyesterharz an der Luft zum Beispiel aus. Ich muss also Fasern und Matrix miteinander verbinden und dann ergibt sich ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften, unser Faserverbundwerkstoff. Die Fasern sind in diesem Verbund dafür da, die Lasten zu übertragen. Wie die das machen, das gucken wir uns gleich an. Die Matrix, die stützt die Fasern bei Druckbelastung. Die Matrix schützt die Fasern vor Umwelteinflüssen. Und die Matrix gibt dem Verbund natürlich sein Aussehen. Zeige ich euch auch noch mal gleich zwei verschiedene Beispiele, dass es, wie so eine Matrix auch anders aussehen kann. Jetzt haben wir schon gesagt, die Fasern übertragen die Lasten. Interessant bei Faserwerkstoffen ist, wir können die uns so herstellen, dass wir sie passgenau für unsere Lasten, für unser Lastenaufkommen sozusagen herstellen. Wir können nämlich Fasern in ihrer Richtung sehr, sehr hoch belasten. Und das möchte ich euch hier auch nochmal an einer kleinen Demonstration zeigen. Und zwar habe ich hier drei verschiedene Faserverbünde. Das ist jedes Mal eine Glasfaser in einer Kunststoffmatrix. Hier sieht man das wieder sehr, sehr schön eigentlich. Oder ich hoffe, dass der Kontrast ausreicht. Bei unserem ersten Prüfstab laufen die Fasern in diese Richtung, also entlang dieses kleinen Plättchens. Das heißt, wenn ich jetzt
sozusagen hier versuche in Richtung die Fasern durchzubiegen, ja, brauche ich da relativ viel Kraft zu. Ganz klar, die Glasfasern sind sehr, sehr fest in diese Richtung. Das heißt, wenn ich die hier, wenn ich das Werkstück so verbiegen möchte, müsste ich im Prinzip ja die Fasern ausdehnen, was eine hohe Kraft wird. Das heißt, in diese Richtung ist es sehr stabil. Wir haben hier einen Prüfstab, da sind die Fasern genau in Querrichtung angebracht, also in dieser Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt dieselbe Belastung wie bei dem anderen ausführe, seht ihr, dass ich dieses Werkstück deutlich stärker durchbiegen kann. Woran liegt das? Ich biege ja hier nicht die Fasern durch, sondern nur noch die Matrix. Das heißt, die Belastung in diese Richtung ist abhängig davon, was ich für einen Kunststoff benutze. In diese Richtung tragen die Fasern an der Stelle überhaupt gar nicht zur Stabilität bei. Ja, und dann kann man natürlich eine Mischung aus beiden machen, was man hier sehr, sehr schön sehen kann. Und hier haben wir sozusagen, das ist natürlich jetzt unpraktisch, um zu zeigen, wie die Belastung in diese Richtung geht. Ich kann es auch wieder nur in diese Richtung durchbiegen. Hier haben wir natürlich dieselben Eigenschaften wie bei dem Längsrichtungs, bei dem Prüfstab mit Fasern in Längsrichtung. Und hier kommt dazu, ich könnte das Werkstück im Prinzip jetzt auch in diese Richtung deutlich schwerer durchbiegen, weil die Fasern jetzt nun in beide Richtungen gehen. Das sieht man jetzt hier auch nochmal sehr schön auf der Abbildung. Ich kann also alle Fasern in eine Richtung ausrichten und dann habe ich sozusagen eine hohe Belastung eben in diese Richtung. Oder ich kann Fasern multidirektional sozusagen ausrichten und kann dann also eine Belastung in mehreren Richtungen mit diesem Werkstück im Prinzip ertragen. Wir sehen auch, dass eine Einzelschicht nicht ausreicht. Ich stelle also erstmal sozusagen so Einzelschichten her aus diesen Verbundwerkstoffen und diese Schichten verbinde ich dann wieder sozusagen miteinander, um ein sogenanntes Laminat zu bekommen. Auch an dieser Stelle kann ich sozusagen nochmal die Faserrichtung beeinflussen. Bei einem einzelnen Laminat muss ich zum Beispiel nicht immer lange Fasern nehmen, sondern kann auch ganz, 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 ganz kurze Fasern nehmen, die sich dann sozusagen in dem Werkstück in alle Raumrichtungen verteilen und dann habe ich sozusagen bei Kurzfasern, die in alle Raumrichtungen verteilen, auch in alle Raumrichtungen dann wieder ist eine höhere Belastung möglich. Also ihr seht schon, man kann mit Design dieses Werkstocks und mit der Auswahl der eigentlichen Materialien direkt Einfluss auf die Eigenschaften des Faserverbundwerkstoffs nehmen. Welche Eigenschaften sind das? Zum einen ist das eine sehr, sehr hohe Steifigkeit. Das habe ich hier auch nochmal mit ein paar Bildern, die sind vom DLR auch, versucht zu illustrieren. Eine niedrige Steifigkeit würde beim Flugzeug bedeuten, wenn die Tragflügel also aus einem Material mit einer niedrigen Steifigkeit gemacht sind, dass sie sich nach oben durchbiegen, ne? Bei einer mittleren Steifigkeit liegt es halt sozusagen die Durchbiegung des Flugzeugflügels in der Mitte. Und bei einer hohen Steifigkeit habe ich also den Zustand oben, dass die Tragflächen sich entsprechend nicht durchbiegen. Faserverbundwerkstoffe haben eine hohe Steifigkeit. Faserverbundwerkstoffe haben auch für unsere Zwecke eine ausreichende Festigkeit. Das heißt, die reicht also im Prinzip hier im Flugzeugbeispiel dafür aus, dass der Flügel eben nicht abbricht. Auch hier muss man natürlich immer gucken, was für Belastungen treten am Ende auf und dementsprechend suche ich mir dann meinen Werkstoff raus. Wir haben hier im unteren Bereich, habe ich nochmal eine Zugprüfung gemacht und zwar mit zwei Kunststoffprüfstäben. Die kann ich euch hier auch nochmal zeigen, die lege ich hier einfach nochmal mit in unser Fenster. Einmal das Weiße hier ist ein Kunststoff, ein reiner Kunststoff, Polypropylen. Und hier ist derselbe Kunststoff, sieht jetzt einfach nur von der Farbe her anders aus. Und hier sind in alle Raumrichtungen kurzfaserige Glasfasern drin verteilt. Das sieht man hier nochmal auch auf dem Diagramm. In grün ist der Graph mit Glasfasern und in rot ohne. Und auch hier sieht man sehr, sehr schön, ohne jetzt hier auf Details einzugehen, dass das Einbringen von Glasfasern, die in alle Raumrichtungen verteilt sind, in so ein Material schon erstmal die Festigkeit dreifach sozusagen steigern kann. Das heißt also Faserverbundwerkstoffe eine ausreichende Festigkeit. Man muss noch dazu sagen, die Faserverbunde sind nicht besonders elastisch.
Die, ja, genau. Sondern die verformen sich relativ schnell plastisch. Das heißt, sie sind eher spröder als elastisch. Faserverbünde sind aber korrosionsbeständig. Sie versagen stufenweise. Auch das kann ich euch hier nochmal zeigen. Hier ist nämlich mal ein Prüfstoff und ihr seht, hier sind also Glasfasern in beide Richtungen angeordnet. Und hier ist schon mal eine Belastung aufgetreten, sodass es gebrochen ist. Und ihr seht sehr schön, auch einen weiteren Vorteil, hier ist nur die Matrix kaputt gegangen. Hier sind die Glasfasern immer noch intakt. Das heißt, wir haben ein stufenweises Versagen. Also erst bricht sozusagen die Matrix kaputt, das Werkstück an sich ist aber noch ganz und kann eventuell, keine Ahnung, ne, das Auto kann erstmal noch nach Hause fahren, bevor ich es reparieren lassen muss. Also auch ein Vorteil davon, dass es nicht auf einmal kaputt geht, sondern stufenweise. Genau, eine hohe Schwingfestigkeit habe ich noch und wir haben also die Möglichkeit, hiermit sehr kostengünstig zu bauen, weil wir weniger Einzelteile einsetzen können, wir können weniger Material verbrauchen und auch weniger Abfall produzieren und wir haben eine sehr gute Formbarkeit der Materialien. Ja, wo kommen die dann entsprechend zum Einsatz? In der Raumfahrt natürlich, ganz klar, Antennenkomponenten, Satellitenstrukturen, aber auch Gestelle in Raketen zum Beispiel, wo Messgeräte angebracht werden. Jedes Gramm, was nicht mit nach oben transportiert werden muss an Material oder an Equipment, können wir halt zusätzlich an Material für wissenschaftliche Experimente oder eben an Astronauten mit hochnehmen, ne? Bei der Luftfahrt geht dasselbe. Hier haben wir also komplette Rümpfe, die aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt werden. Wir haben Holmkonstruktionen und Tragflächen bzw. Leitwerke im Ultraleichtflugzeugbau. Wir haben aber auch schon bei Verkehrsflugzeugen, bei Airbus zum Beispiel, die Sekundärstrukturen, also Wandverkleidung, Fußbodenverkleidung, Gepäckfächer, sowas. Aber auch Leitwerkstrukturen tatsächlich aus Faserkunststoffen. Ja, Hubschrauberzellen, Rotorblätter, alles sowas. In der Fahrzeugtechnik natürlich, da reden wir von der Karosserie, da reden wir aber auch von Antriebsbestandteilen, da reden wir von Versteifungselementen. Und Fahrzeugtechnik ist ja nicht nur Kfz, sondern also auch Züge, LKWs. Auch hier kommen Faserkunststoffe zum Einsatz. Wir haben den Bereich erneuerbare Energien, ganz klassisches Beispiel. Windräder natürlich, die werden aus Faserkunststoffen hergestellt. Und können dann entsprechend auch bei weniger Energieaufwand sich schon bewegen. Genau, Industriemaschinen, die dann auch sozusagen besser und leichter funktionieren, wenn dort also Teile aus Faserkunststoffen hergestellt werden. Und natürlich Medizintechnik haben wir ganz am Anfang schon gesehen, Prothesen, Orthesen, Implantate, alles in Leichtbauweise möglich. So, das heißt also, wir haben unser Material gefunden, aus dem wir unsere Sitzschale herstellen können. Und zwar, wir nehmen einfach einen Faserkunststoff. Und das möchte ich euch erst einmal hier anhand des fertigen Werkstücks zeigen. So sieht also erstmal die Einstellung von vorhin unsere Sitzschale jetzt aus, nachdem sie also neu konstruiert und neu hergestellt wurde. Das ist jetzt wieder seitenverkehrt, aber so lässt sie sich für mich einfach besser halten. Was ihr in jedem Fall erkennen könnt, ist, wir haben also hier ein Glasfasergewebe drin. Wenn man ganz nah rankommt, dann sieht man also hier Fasern in diese Richtung und auch in diese Richtung. Dazu kommt, dass auch noch Fasern in also Kurzfasern in Raumrichtung verteilt sind. Und was man halt hier, jetzt würde ich sagen, ich bin ganz ein bisschen durcheinander. Genau, das ist also das fertige Werkstück. Wie die Ingenieure sozusagen das jetzt konstruiert und hergestellt haben, auch dafür haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Die Ingenieure des Instituts für Leichtbau- und Kunststofftechnik nutzen speziell weiterentwickelte Simulationswerkzeuge. Ergebnis: Bereits am Computer wird ihnen die Belastbarkeit der Bauteile veranschaulicht. So können sie Produkte virtuell entwickeln und testen. Hier im Press- und Extrusionszentrum haben die Forscher dazu eine richtige kleine Fabrik aufgebaut. Am Beispiel eines Autositzes wollen Sie das Leichtbaupotenzial moderner Faserverbundwerkstoffe aufzeigen. Ausgangspunkt Ihrer Anstrengungen ist das bisherige Stahlbauteil, das es im Gewicht deutlich zu reduzieren gilt. Dabei muss die Sicherheit der Passagiere natürlich weiterhin gewährleistet sein. Nach der erfolgreichen Konstruktion und Simulation
erarbeiteten die Dresdner Leichtbauer ein neuartiges Fertigungsverfahren zur Herstellung dieser leichten Sitzschale. Hierbei werden vorgefertigte, textilverstärkte Halbzeuge mittels eines Roboters vollautomatisch in ein Infrarotstrahlerfeld eingelegt. Während das Halbzeug im Strahlerfeld auf über 180 Grad Celsius erwärmt wird, sorgt ein sogenannter Einschneckenextruder für die Bereitstellung einer thermoplastischen Pressmasse. Wie passiert das? Ein rieselfähiges Granulat aus Kunststoff und Glasfasern wird in den Befüllschacht des Extruders gepumpt. Innerhalb des Extruders befindet sich eine drehende Schnecke, die das Granulat zunehmend verdichtet. Ringförmig angeordnete Heizelemente führen in Kombination mit der Schneckenbewegung zum Aufschmelzen und zu einer guten Durchmischung. Die nunmehr teigartige Masse wird im Anschluss durch eine Düse gepresst und auf einem Förderband ausgetragen. Der zuvor in Position gefahrene Roboter erwartet die Ankunft der Pressmasse, die die Wissenschaftler Plastifikat nennen. Mit speziellen Nadelgreifern fasst der Roboter die teigige Masse und legt sie auf dem vorgewärmten, textilen Halbzeug ab. Jetzt ist Eile geboten. Das Paket muss in das Presswerkzeug eingelegt werden, bevor zu viel Wärme verloren geht. Dann drückt die sehr schnell zufahrende Presse das Plastifikat mit bis zu 3000 Tonnen Schließkraft in die letzten Hohlräume des Werkzeugs. Haben die Wissenschaftler alles richtig eingestellt, können mit dieser Technologie hochkomplexe Geometrien sehr schnell hergestellt werden. Während der Roboter erneut ein heißes Paket einlegt, wird gleichzeitig das fertige Bauteil ausgeworfen. Der Roboter bringt im Anschluss das noch warme Bauteil bis zur Übergabestation und setzt es dort vorsichtig ab. Die Vision der Leichtbauwissenschaftler, ein leichtes und gleichzeitig sicheres Strukturbauteil zu entwickeln, wurde wieder einmal Realität. Durch die neuen Werkstoffe und die neuen Technologien konnte das Gewicht der Sitzschale um fast die Hälfte abgespeckt werden. Im Fahrzeug eingebaut, hilft die Dresdner Sitzschale, den Spritverbrauch zu reduzieren und unsere Umwelt nachhaltig zu schonen. So, damit würde ich sagen, Arbeitsauftrag erledigt, Sitzschale konstruiert. Das heißt, meine Sache hier heute ist im Prinzip erledigt. Jetzt ist noch was, was ihr zu Hause machen könnt. Und dazu gucken wir uns ganz, ganz kurz noch mal an, was das andere Leichtbauprinzip angeht, und zwar den Strukturleichtbau. Hier auf der Darstellung seht ihr natürlich, was damit gemeint ist. Wir sollen sozusagen leicht bauen und möglichst wenig Material benutzen und entsprechend uns Strukturen dafür überlegen, mit denen das möglich ist. Dafür können wir natürlich unterschiedliche Profilarten verwenden, denn die können sozusagen die Kräfte oder mit den Kräften Biegung, Zug, Druck, Torsion und Schub, das sind die fünf Kräfte, die wir als Beanspruchung auf die Bauteile haben, unterschiedlich umgehen und die entsprechend ableiten. Was auch sehr, sehr schön ist beim Strukturleichtbau, und da habe ich auch ein paar Materialien hier auf dem Tisch, sind sogenannte Sandwich-Strukturen. Da kommt also erstmal hier wieder dieses Glasfaser-verstärkte Aluminium, was die NASA entwickelt hat, zum Einsatz, Glea. Und ihr seht, das ist also nicht nur das Material, sondern dann haben die versucht, das Material auch noch in Sandwich-Bauweise zu bauen. Hier rechts daneben sehen wir noch ein paar andere Sachen, die sozusagen in Sandwich-Bauweise gebaut werden. Das bedeutet also, wir haben eine Decklage oder eine Grundlage und dazwischen ist sozusagen ein Kern, der diese beiden Lagen auf Abstand hält und der tatsächlich die Spannung abführen kann. Und wir haben hier, habe ich mal zum Beispiel, hier sieht man außen drum ist Carbon und hier in der Mitte drin ist ein Schaumstoff.
Es ist also ein ganz, ganz leichtes, aber ein ganz relativ festes Material, was natürlich null elastisch ist. Aber sowas ist zum Beispiel Sandwich-Bauweise. Oder auch ein ganz klassisches Beispiel hier, die habe ich das letzte Mal bei von meinem Möbeleinkauf aufbehalten. Wir haben also hier die sogenannten Bienenwabenstrukturen in diesem Sandwich, Honeycombs. Wir haben also hier die zwei Decklagen. Und in der Mitte also sozusagen hier diese Honigfarben auch aus Papier gebaut, was also dazu führt, dass dieses Material auch sehr, sehr fest in diese Richtung ist und entsprechend belastet werden kann. Hier haben wir das Ganze einfach nochmal als Pappe, da sind einfach ein paar kleine Wellen dann dazwischen. Und aber auch hier dasselbe Prinzip, ein relativ leichter Kern, der gut mit den anliegenden Spannungen umgehen kann zwischen zwei Decklagen. So, das sind die Voraussetzungen, die ihr braucht, um nun zu Hause ein bisschen tätig zu werden, kleine Hausaufgabe zu machen. Und zwar geht es darum, eine Papierbrücke zu bauen. Was ihr dazu wissen müsst, schauen wir uns in unserem letzten Film für heute an. Ja, mit dem nächsten Experiment wollen wir uns einmal angucken, wie sehr die Tragkraft einer Brücke von ihrer Konstruktion abhängt und nicht so sehr von dem Material, aus dem sie gebaut ist. Wir können nämlich ganz einfach aus Papier eine Brücke bauen. Dazu habe ich hier mal die beiden Brückenpfeiler aufgebaut. Die stehen insgesamt 15 cm auseinander, also dieser Abstand hier sind 15 cm, die Spannweite der Brücke. Hier habe ich ein ganz normales Blatt Papier. Ihr seht es, das lege ich jetzt hier drauf. Das soll jetzt sozusagen meine Brücke sein. Und ihr seht schon, so richtig stabil sieht es nicht wirklich aus. Wenn ich jetzt versuche, hier ein Glas Wasser drauf zu stellen, bricht die Brücke ein. Trotzdem würde ich behaupten, Papier schafft es, dieses Wasserglas zu tragen. Was muss man dafür machen? Wir müssen dem Papier eine andere Form oder eine andere Struktur geben. Dafür ist es relativ leicht, dieses Papier zum Beispiel jetzt in einen kleinen Fächer zu falten. Das habt ihr zu Hause auf alle Fälle alle schon mal gemacht. Ich möchte das jetzt auch hier nur mal ganz kurz andeuten. Ihr könnt das viel ordentlicher und viel besser als ich. Das würde jetzt auch zu lange dauern. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Das heißt, ihr seht hier unser normales Papier in Längsrichtung gefaltet. Und jetzt machen wir dasselbe Experiment mit dem Glas Wasser. Wir versuchen, das Ganze hier abzustellen. Und tatsächlich, die Brücke trägt das Wasserglas. Es ist dasselbe Blatt Papier, es hat nur eine andere Form. Jetzt möchte ich, dass ihr euch zu Hause noch ein ganz klein bisschen damit beschäftigt und mal ein bisschen ausprobiert, welche andere Formen man auch noch nehmen kann, um Papier stabiler zu machen. Und deswegen würde ich euch gerne, oder deswegen möchte ich euch vorschlagen, zu Hause ein bisschen mit dem Papier rumzuspielen und zwar weitere Papierbrücken zu bauen, die also maximal so lang sind wie ein A4-Blatt und die eine Brücke überspannen sollen, die 15 cm lang ist. Und das Ziel des Versuches ist es natürlich, so viel wie möglich Traglast bei so geringem Gewicht wie möglich zu erreichen. Das heißt, ihr könnt natürlich gerne das Papier auch mit Klebstoff oder Klebeband oder sonst wie bearbeiten. Beachtet aber natürlich, dass dabei die Brücke immer, immer schwerer wird. Und es gilt ja, so gering, das Gewicht so gering wie möglich zu halten. Ich würde mal vorschlagen, ihr probiert ein bisschen rum und wer es schafft, eine Brücke mit diesen Maßen zu bauen, die mindestens, naja, sagen wir mal, ein Kilogramm trägt, kann uns ja davon Fotos schicken und ein Protokoll. Und wir schauen uns dann mal an, wie eure Brücken so geworden sind und werden die dann natürlich auch der Öffentlichkeit zeigen. Viel Spaß dabei! So, das ist also eure Hausaufgabe. Ich möchte dazu ganz kurz nochmal als Anregung auch das hier zeigen und auch nochmal zu bedenken geben, dass ich ja in deutschen Haushalten jede Menge Toilettenpapier, also auch Toilettenpapierrollen befinde. Vielleicht könnt ihr ja auch damit was anfangen für die Brücke. Das zu dieser Aufgabe. Hier kam gerade nochmal
eine Zuschauermeldung, dass diese Sandwich-Strukturen inzwischen nicht nur für die Möbelverpackungen benutzt werden, sondern auch für Möbel selber. Und na klar, hier auf diesem Bild sieht man ja nochmal alle möglichen Arten von Verbundwerkstoffen, auch Sandwich-Strukturen. Und ihr seht, dass da also auch verschiedene Materialkombinationen miteinander möglich sind. Das heißt, hier kann man auch nochmal sehr schön erkennen, dass man gar nicht so richtig, also dass die Übergänge zwischen Strukturleichtbau und Materialleichtbau auch im Prinzip fließend sind oder sich das eine mit dem anderen kombinieren lässt. Ja, danke dem Zuschauer für diese Einschätzung. Wir haben hier also nochmal das Brückenexperiment. Wenn ihr möchtet, könnt ihr unter dlrnext.de hier noch ein paar zusätzliche Informationen euch runterladen. Da kann man nämlich dieses dlrnext aktiv als PDF auch runterladen. Da sind noch ein paar Überlegungen, die man vielleicht, bevor man die Brücke baut, machen kann, machen sollte. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Veranstaltung heute. Die Veranstaltung heute ging ja auch, war auch sozusagen dafür da, um Leute, die hier in Sachsen am Junior-Doktor teilnehmen. Da kann man ja jetzt auch nicht mehr praktisch irgendwelche Sachen machen. Trotzdem kann man ja vielleicht ein paar Junior-Doktor-Punkte sammeln. Und dementsprechend haben wir uns für die heutige Vorlesung hier eine kleine Frage überlegt. Also alle, die beim Junior-Doktor mitmachen wollen, müssten die Frage beantworten. Welche der folgenden Fasern kommt nicht bei Faserverbundwerkstoffen zum Einsatz? A. Glasfasern, B. Baumwollfasern oder C. Kohlefasern? Die Antworten bitte bis 12.30 Uhr oder 12.45 Uhr, sagen wir mal jetzt, an programmbüro@juniordoktor.de schicken. Programmbüro mit UE natürlich, @juniordoktor.de. Und die Frau Splettstößer, die erwartet da also schon eure Antworten. Ansonsten, wer also mit den heutigen Sachen zu tun immer noch nicht ausreichend belastet ist, kann natürlich gerne wieder bei DLR Next gucken, was es da sonst noch für Sachen gibt oder auch unsere anderen Social Media Kanäle nutzen. Und da findet ihr bestimmt, was ihr den Nachmittag rumbekommt. So, ganz kurz, was wollen wir morgen machen? Auch das ist so ein ganz klein bisschen der momentanen Situation geschuldet und natürlich auch dem, dass ich ursprünglich ja auch mal Biochemie studiert habe und noch mal ein ganz klein bisschen mehr Chemie mit euch gerne machen würde. Dementsprechend haben wir uns rausgesucht das Thema Seifen und Cremes, da ja das momentan für alle für uns wichtig ist. Wir schauen uns also mal an, warum Seifen, kann man denn mit Seifen überhaupt den Dreck wegwaschen? Was sind Cremes? Was kommt da alles rein, damit man also auch die hautpflegende Wirkung erzielt, die man erwartet? Und solche Sachen, also alles rund ums Thema Do-it-yourself-Kosmetik. Morgen um 11 wieder hier. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachmachen, Ausprobieren. Bis dahin, tschüss.